Frau Giesel, Sie sind Präsidentin von der SP Kanton Zug. Sie haben auch mitgekriegt, was an der Gremien von der SP nicht gerade Ihrer Meinung sind, was umgegangen ist, um den Steuervorschlag zu senken im mittleren Einkommensbereich. Wir haben den Artikel im Tagesanzeiger, wo sich zwei SP-Politiker und Politikerinnen gemolden haben und zu Wort gegeben haben, dass sie nicht ganz glücklich sind mit Steuersenkungen im Kanton Zug. Es ist so, dass da zum einen Einzelmeinungen sind. Es sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die nicht ganz informiert waren, wie das die Vorlage, die jetzige, genau aussieht, was die dort beinhalten. Es ist die Haltung der SP Schweiz deckt sich nicht mit diesen Einzelmeinungen. Wir sind nämlich im steten Austausch und da wird auch so mitgetragen. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, es findet mit der Entlastung vom Mittelstand findet nie ein Steuerwettbewerb statt. Ein Steuerwettbewerb findet immer nur statt, wenn es um Standortattraktivität geht, wenn es um Steuerentlastungen geht bei Reichen. Und da geht es nicht um Steuerentlastungen bei Reichen, sondern es geht um eine Umverteilung bei Nicht-Reichen. Und in dem Fall, wir nennen das auch Voting by Feet, ist es nie so, dass es zu einem Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen kommt. Es wandern die Personen aus anderen Kantonen nicht im Kanton Zug jetzt in einem Bereich, wo es tiefere oder mittlere Einkommen hat. Das kennt man so nicht. Wir wollen also nicht Steuerentlastung für Reiche, sondern wir wollen eine Umverteilung für Nicht-Reiche. Und das ist ein anderer Ansatz, der kommt aus einer sozialen Gerechtigkeit heraus und wo es nicht darum geht, jetzt den Wirtschaftsstandort zu fördern oder die Attraktivität des Standorts Kanton Zug zu erhöhen. Wir werden auch häufig darauf angesprochen, wie wir zu der SP-Initiative stehen, Steuergerechtigkeit. Das ist eine nationale Initiative, die erfolgreich eingereicht worden ist. Dort geht es darum, dass man die steuerbaren Einkommen von sehr Reichen auf einen Mindestsatz setzen, was die Steuerabgabe anbelangt. Und es geht darum, dass man ein Verbot von degressiven Steuermodellen einführen. Es geht also mit anderen Worten um den Bereich von Reichen, wo man möchte eindämmen und es ist nicht das Gleiche, wie wenn man tiefe und mittlere Einkommen anschaut. Die SP vom Kanton Zug hat sich jetzt in der jetzigen Vorlage nicht dafür eingesetzt, dass die Definition vom Mittelstand bei 200'000 Franken liegt. Wir fordern tiefere Einkommen, wir finden 200'000 Franken ist eine zu hohe Grenze, um zu sagen, dass das der Mittelstand wäre.